So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Wir sind zurück mit Kuro. So, den machen wir platt. Die drei. Nice. Cool, dass das geht. Oh Gott. Man kann auch mit Shift hauen, aber dann aktiviert sich die Windows Einrastfunktion. Das wollen wir auch nicht. Aua, Mann. Gott, der ist gesprungen und ausgewichen. Schnapp sie dir. Ja. Oh. Ärger. Rückzug. Lass sie nicht entwischen. Das arme Mädel scheint einen Pechtag zu haben. Meint ihr, wir sollten ihr helfen? Kuro, hä, was? Nein, das ist ja ein Dämon. Nein. Wenn ihr es nicht tut, werde ich euch auch nicht mehr helfen. What? Wie jetzt? Punkt, Punkt. Wer seid ihr? Kenne ich euch? Hat Professor Giro euch geschickt? Nein. Ich komme niemals in sein Labor zurück. Wir kennen keinen Professor Giro. Wir möchten helfen. Nein, wollen wir nicht. Du bist ein Dämon. So, lasst mich gehen. Nein. Nein. Gut. Du gehst trotzdem. Schnappt sie euch. Aber seid vorsichtig. Der Oberst will sie lebend. Was uns? Warum denn uns? Alter, what? Gott. Warum denn uns? So, einer ist weg. Haben wir zerstört. Deletet aus der Welt. Oh Gott, wie viel denn noch? So, alle deletet aus dieser Welt. Oh shit. Wie viel denn noch? Hört das doch mal auf, Alter. Was geht hier vor? Dalkin heißt er. Wo ist das Mädchen? Junge, wir sind tot. Wer sind diese Leute? Die haben uns angegriffen, als wir das Ziel festnehmen wollten, Oberst. Hä, das stimmt nicht mal. Ich habe euch doch vor gewarnt, ihr Angst einzujagen. Wo ist sie? Ich? Sie ist entwischt, Oberst. Sucht weiter und nehmt die beiden anderen im Palast auch fest. Ich werde sie später verhören. Ja, Sir. Er geht alleine los. Der hat uns ja auch gewonnen, hätte. So, wir sind geheilt. Oh Gott, wir sind im Knast. Kuro. Kuro. Steh auf. Okay, böse. Aha, endlich aufgewacht, ja? Nein, ja. Ich habe noch immer keine Ahnung, wo wir sind, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder bei meinem Vater bin. Ich meine, schließlich hat man uns ins Gefängnis geworfen. Was für ein Dreckloch.
Man sollte meinen, man hätte uns um 50 Jahre in die Blütezeit des Kaiserreichs zurückversetzt. Ja, scheint so zu sein. Jedenfalls wird es zunehmend schwieriger, all das mit Logik zu erklären. Hey, schau mal. Der Soldat, der uns Wasser gebracht hat, hat mal wieder vergessen, die Tür zu schließen, wenn das kein Glück ist. Denkt ihr, was ich auch denke? Nein. Nein. Wie hier fliehen? Na, 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 na. Aha. Ich bin sicher, ihr schafft das schon. Alter, wie geil. Sie haben euch das Schwert abgenommen, also solltet ihr die Soldaten vermeiden. Okay. Nicht jedes Problem kann man mit Gewalt lösen, wisst ihr? Hugo. Punkt, Punkt, ja, gute Antwort. Redselig wie eh und je. Ich zähle darauf, dass ihr uns aus diesem Loch rausholt. Jawohl. So, wir checken alles ab. Die Tür auf. Oh, hä? Warte, egal. Erstmal das hier. Das ist nix. Warte, warum ist die Tür offen? Der pennt. Da ist auch jemand. Können wir den freilassen? Nee. Können wir seinen Schlüssel klauen? Oh. Hättest du wohl gern. Nochmal. Wie sollen wir da durch? Wir warten, bis er kommt. Dann gehen wir. Speichern! Das macht keinen Sinn. Da Items sind. Nee. Da. What? Wir sind jetzt so ein Karton. Wirklich, Kuro? Was macht ihr denn da? Keine Antwort. Sagt bloß nicht, ihr glaubt tatsächlich, dass ihr an den Wachen vorbeikommt, indem ihr euch unter dieser Kiste versteckt. Manchmal frage ich mich, wie ihr auf solche Schnapsideen kommt. Also gut, wenn ihr darauf besteht, versucht es nur. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. So, wir machen das. Easy. Okay, er darf einfach nur nicht. Also, geil, wir spawnen in der Kiste. Also, wir dürfen einfach nur nicht denen im Weg sein. Dann geht's. Oh. Wir gehen mal runter, ja. Schnapsidee, ne? Hm. Oh Gott, du, ich habe nur nach links geguckt. Nein. Mist. Nochmal Mist.
So. Das ist so geil. Du machst nichts. Wird euch die Umgebung langsam vertraut? Manchmal werden die Türen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es kein Entkommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken tätowieren lassen. Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Geil. Nehmen wir den mit? Nee, tun wir nicht. Schade. Oh, das geht nicht. Wir gehen mal. Oh. Ina, na gut, ich gebe es zu. Ihr hattet recht, was die Kiste angeht. Ja, wir wurden halt 10-mal entdeckt. Am Ende war die Idee doch gut. Aber wie konnte ich wissen, dass diese Soldaten dermaßen dumm sind? Fiktiv, nein. Das ist nicht das Wort, nach dem ich suchte. Dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt. Wie auch immer, gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Oh nein, das ist so ein Teaser. Lol. Wir hätten einfach hochlaufen können, ne? Nee, hätten wir nicht. Ah, okay. Nevermind. Weil die Wache blockt das. So. Da können wir auch nicht durch. Der pennt. Hallo. Wie ging dieses Lied doch gleich? Hm, ach ja. Ritter Robert bricht auf gen Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Genau. Keine Ahnung, was das ist. Wir warten, bis er da zurückkehrt. Oh Gott, hier wird nicht gespeichert. Der muss schaufeln, der Kerl. Nee, der muss nicht schaufeln, der versucht abzuhauen. Lol. Können wir zu ihm? Die Frage ist, was bringt das? Wo ist denn der da oben? Ja, Gott. Wir checken mal ab, was der macht. Noch eine Meile. Wenn ich nur die ganze Parole wüsste, müsste ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Gut. Warte, können wir mit dem reden? Ja. Die Magi verwendeten ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe C für 100 steht. Cool. Oh, nee. Wir sind nochmal entkommen. Im Dunkeln sieht er uns nicht. Oh Gott. Zweimal wurde er jetzt gepfiffen. Hey Kuro, hier riecht es viel besser. Und etwas sauber ist es hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Könnte sein. Wir reden mal mit dem da. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Brokkoli, ne? Keine Ahnung, welcher Teil Brokkoli war. Wer durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Ja. Welches Gemüse lieben meine Kinder besonders? Brokkoli. Ritter Robert in dem Lied gehört zu den Besten. Wenn ich bis CIV zähle, erhalte ich
C, I, V. Warte, C heißt 100, I ist 10. Oder nee, sorry, I ist 1. X war 10. 104, ne? IV sind 4. 104. Welches Schicksal wählt ihr? Liebe, Hunger, siebter Sinn, Tod. Alter, was? Ist das so eine Fun-Frage? Keine Ahnung, wir nehmen mal Liebe, alter YOLO. Die Parole stimmt nicht. Scheiße. Einer der Gefangenen versucht auszubrechen. Nein! Es war nicht Liebe. Wow. Frech. Ja. Okuli. Gehört zu den Besten. 104. Keine Ahnung. Welches Schicksal wählt ihr? Siebter Sinn? Die Parole stimmt nicht. Oh. Was denn dann, ey? Liebe nicht, siebter Sinn nicht? Dann kann's ja nur Schrott sein. Ja. Brokkoli. Gehört zu den Besten. 104. Hunger und Tod. Parole stimmt. Ihr dürft passieren. Boah, wer hätte es gedacht? Ihr seid ja Spacken. Ohne Witz, ich hätte es wissen müssen. Ja, der hat uns doch durchgelassen. Oh, wir dürfen trotzdem nicht einfach so hier langlaufen. Da, speichern. Da ist ein Helm. Oder irgendwas. Bam, egal. Freifurcht. Oh. Wir bleiben stehen. Das geht nicht, oder? Doch, das hätte geklappt. Zu einem Bett. Boah, das ist so ein Folterweg, ey. Man erwartet eine Wache, aber es kommt nichts. Gefunden, ein altes Schwert. Hoffen wir, dass es nicht gleich beim ersten Schlag zerbricht. Oh, wir können jetzt alle platt machen. So, hallo. In den Rücken. Oh Gott. Tschüss. Scheiße, wir sind in der Arena gelandet. Was ein Zufall. Wir sind ausgebrochen. Ja, schau, wo wir jetzt sind. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja. Und hier wären unsere ersten Herausforderer. Ich finde solche Arenen voll hobbylos, aber naja. Na los, nur keine falschen Bescheidenheit. Vortreten bitte. Willkommen im großen Kolosseum. Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wilde Bestien an. Bitte lasst euch nieder, während ich die Kontrahenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren. Voller jugendlichem Elan und mit unglaublichem Potenzial. Begrüßt mit mir... Wie heißt ihr noch gleich? Verratet ihm nicht euren wirklichen Namen, das könnte Ärger geben. Euren Namen bitte. Super Morio, Mega Klink, Solid Snail, Wonderman, Exterminator, keine Ahnung, wir nehmen Super Morio. Super Morio. Wirklich? Ja, wir sind Super Morio. Begrüßt mit mir den unglaublichen, wunderbaren, extraordinären Super Morio, nice. Sagt Super Morio, seid ihr heute auch in Bestform? Nein. Wunderbar.
Hätte ich mir gedacht. So. Super Mori erwartet also einen spektakulären Sieg. Er wird seinen Gegner zu Wolverine-Fraß zermalmen. Was? Nein. Aha, soeben sagt man mir, dass Super Moris erster Gegner gerade eingetroffen ist. Jetzt kommt irgendwie der König des Kolosseums. Der Gladiator des Kolosseums. Meine Damen und Herren, einen donnernden Applaus für den großen, wunderbaren, extraordinären Manimal. Shit. Das ist so ein Summoner, also so ein... Ja. Mit echten Tieren aber, ne? Manimal ist der größte, der mutigste, der haarigste Bärenzähmer im ganzen Kaiserreich. Ah, das ist so ein Ranger, ne? Bärenzähmer. Er hat seinen wilden Bären trainiert. Jedes Ziel anzugreifen, auf das er zeigt. Sagt mir, Manimal, was ist euer Geheimnis? Ich benutze ein bestimmtes Schlüsselwort, damit meine Bären angreifen. Ja, Angriff wahrscheinlich, oder Fass. Ein Schlüsselwort, sagt ihr. Wunderbar, ja. Und wie genau lautet dieses Schlüsselwort? Naja, ich schaue meinen Bären direkt in die Augen und sage dann auf sie. Und schon greifen sie an. Auf sie! Die greifen halt den an. Junge, wie schlecht. Ja, ey, wie schlecht, Alter. Sieht aus, als hätte Manimal einen kleinen Unfall gehabt. Ja. Fräulein, wir haben Anlass zur Annahme, dass ihr den Kampf beeinflusst habt, bevor er überhaupt begonnen hat. Gemäß Absatz 13b, Paragraph G, seid ihr hiermit disqualifiziert. Aber du hast halt gefragt, wie er die befehligt, ne? Super Mario tritt nun alleine gegen Manimal Bären an. Denn meine Damen und Herren, der Kampf geht weiter. Scheiße, wir haben jetzt nicht mehr die Hilfe von ihr. Fräulein, bitte zieht euch in die Umkleide zurück, bis der Kampf zu Ende ist. Scheiße. Scheint so, als müsstet ihr diesmal ohne mich auskommen. Super Mario. Ja, und ein Smiley. Keine Antwort. Tut bloß nichts Unüberlegtes. Diese Bären sehen ganz schön blutrünstig aus. Uiuiui. Ohne weitere Umschweife kann der Kampf jetzt beginnen. So, haben wir den Charge? Nein, haben wir nicht. Toll, China, ey. Gut, dann klatschen wir die so. Manimal. Bam, Junge. Und er endet mit einem überwältigenden Sieg für Super Mario. Aber wenden wir uns der Gegenwart zu. Hier haben wir den zweiten Kampf des Tages. Aus den Tiefen der Malikor-Maldes. Die Meister der fernöstlichen Kampfkunst. Klein, aber mehr als nur Oho. Die fantastischen, die wendigen, die extraordinären Ninja-Hörnchen. Was? Oh, scheint ganz so als... Wunderbar. Naja, Ninja-Hörnchen, ja. So, ohne weitere Umschweife. Kann der Kampf beginnen? Jawohl, die Menge jubelt. Bam, kommt der... Oh Gott, die schmeißen ja Schuriken. Aua, erstmal du. Gott, das wird schwer. Die sind voll schnell. Geil. Bam, Junge. Aua. Das war unfair, der hält gerade eben. Der auch. Komm, bleib stehen. So. Der hat halt Angst. Bam. Und noch ein haushoher Sieg für Super Mario. Super Mario, ganz unter uns. Was verleiht euch nur solch phänomenale Kräfte? Die Liebe, die mag ich selbst. Welche Kräfte? Welche Kräfte, so. Wirklich. Wunderbar.
Allerdings wird das wohl kaum reichen, um euren nächsten Gegner zu beeindrucken. Aber bevor wir ihn vorstellen, habe ich eine wichtige Ankündigung. Der Kaiser höchstpersönlich hat darauf bestanden, diesen nächsten Kampf beizuwohnen. Meine Damen und Herren, begrüßt mit meiner Runde Applaus, mit einer Runde Applaus, seine Hoheit Kaiser Lothar. So, Oberst, das also ist der junge Mann, von dem ihr spracht. Ja, Eure Exzellenz, das ist er. Super Mario, wenn ich recht verstanden habe. Mann, du Idiot, so heißen wir nicht. Er war es, der dem Mädchen zur Flucht verhalf. Nee, das stimmt auch nicht. Verstehe. Doch ich machte klar, dass sie unversehrt bleiben muss. Professor Giro braucht sie. Wir haben versucht, sie in Gewahrsam zu nehmen, ohne sie zu verletzen, Eure Majestät. Doch ihre Kräfte, wie geschwächt sie auch sein mögen, reichen noch immer aus, um meine Männer zurückzuschlagen. Findet sie. Ich zähle auf euch, Oberst. Gewiss, Eure Hoheit. Und bei euch, großer Magus, wie läuft es in der Schlacht? Wir haben die Mayenne-Brücke eingenommen, Eure Hoheit. Der Dämonenkönig verschanzt sich irgendwo im Norden, um seine Truppen zusammenzuziehen. Wir haben einen Plan, um sein Lager zu finden und dann zum Angriff auf Dämonia auszuholen. Wenn ihr jedoch den Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt, wäre die Sache schnell besiegelt. Ich vermute, ihr sprecht von der neuen Waffe, die Professor Giro entwickelt hat. Mann, laber nicht viel. Jawohl, Eure Majestät. Wenn ihr ihrer Verwendung zustimmt, würden wir den Krieg gewiss im Handumdrehen gewinnen und den Sieg über die Dämonen davontragen. Ich werde darüber nachdenken, Großmagus. Dieser Krieg ist eine Schande. Bereiten wir ihm schnell und schmerzlos ein Ende. Wenn man den Berichten des Oberst Glauben schenken will, dürften konventionellere Mittel durchaus ausreichen. Der Wille Eurer Majestät ist uns Befehl. Ich werde dafür sorgen, dass Professor Giro davon unterrichtet wird, dass seine Waffe vorerst in seinem Labor bleiben wird. Aber wenn sich die Lage verschlimmert, werde ich es mir noch einmal überlegen. Gewiss, Eure Hoheit. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ich bin halt krank, ne? Tut mir leid. Und da muss ich so viel lesen. Er verbirgt etwas vor mir. Dessen bin ich mir sicher. Nun denn, sehen wir uns den Kampf an. Gerüchten zufolge sollen die Zauberer des Großmagus einen mächtigen Dämon eingefangen haben. Doch erst als dieser mehrere von ihnen getötet hatte, und das ist keine Kleinigkeit, ohne weitere Umschweife stelle ich vor unseren nächsten Kämpfer aus den Steppen des Nordens, stärker als jeder Mensch, grausam wie eine wilde Bestie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Minus. Dürfen wir seinen Namen ändern? Nee, komm, wir lassen das. Oder? Warte, löschen. So, wir nennen den mal. Wir nennen den Low. Warte. Low. So, du bist Low. Bestätigen. Low, der drakonische Dämon. Low, habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesen zweifelsohne in einem Blutbad mündenden Kampf antretet? Low sagt nichts. Ist halt Low, ne? Ich darf hier nicht sterben. Ja. Low, viel Glück. Wunderbar. Und mit dieser ergreifenden Rede kann der Kampf beginnen. So, Low, komm mal her. Holy shit, Low. Alter, flieg doch nicht so high. Oh Gott. Mann, okay, der kleine Finger muss ran. Mist. Ich vergesse immer zu dodgen, ey. Wir müssen einmal sterben. Ohne Mist, ich hab was am Auge. Ich hab was am Auge. Ein Moment. So.
fortfahren, so. Ja, komm. Drakonischer Lappen. Wie viel müssen wir denn jetzt noch labern? Ah, nee. Oh, ich hab die Leertaste angegriffen. Autsch. Also im Ausweichen bin ich kacke, ey. Oh Gott. Oh nee, das war zu schnell. Das war auch zu schnell, aber... Ah, Mist. Komm her, Low. Komm her. Punkt, Punkt. Ihr seid stark. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, aber ich kann hier nicht sterben. Doch. Ist Low. Daher bitte ich euch viel... Flieht mit mir, nein. Ich weiß von einer Passage, die aus dem Kolosseum führt. Doch alleine kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr?